Herzlich willkommen bei meinem Limit, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Valina und zu mehr Spaß im Gas. Heute auf Reisen. Heute aus Córdoba. Aber Córdoba liegt jetzt nicht mehr in Argentinien. Richtig. Córdoba liegt in der Mitte von Deutschland. Deutschland gegen Deutschland, weil auch immer mal so ein legendäres Fußballspiel. Die Córdoba ist eine Weinbar in Berlin. Ich stelle mal ganz kurz hier meine beiden Protagonisten heute vor. Fangen wir mal mit dem wirklich hässlich hübschen Mann da vorne an. Das ist der Willi Schlögel. Sommelier aus Österreich. Ehemals Adlon, Felix Adlon, Petty Adlon, hast du gearbeitet? Es ist mir doch egal, wo der Name liegt. Ich kann es mir eh nicht leisten. Also von daher. Müssen wir so schreien? Ja, ich schreie immer so. So, okay. Ich höre mich auch gar nicht. Hier, ist es so eine Hier fliegt die Kuh-Sendung? Nein, es ist eigentlich bei mir immer das Problem, dass ich, auch wenn ich nach Hause komme, meine Frau immer anschreie. Wenn man 30 Jahre in der Gastronomie gearbeitet hat, gefühlte, schreit man immer. Kommando. Neben mir Christoph Ellinghaus. Ruhig, ja. Ja, ist richtig. Und hat ein Musiklabel, ist auch einer der Teilhaber hier der Bar. Da sind nämlich mehrere Leute involviert. Mhm. Vielleicht, ihr beiden könnt mir mal sagen, wer sind ja auch die anderen Protagonisten und Leute, die sich hier versammelt haben. Die lernen wir auch gerade erst kennen. Es gibt noch einen, der ist auch nicht so schön. Ein Steiner, Österreicher, jetzt in Lütjensee, Schleswig-Holstein. Ja. Der Gerhard Retter. Okay. Übrigens auch ein schöner Platz, um mal hinzufahren und Wein zu trinken. Gerhard Retter, ehemals Adlon. Ehemals Adlon. Und wen hat er noch? Jagdfeld. Oh, Scheiße! Herzlich willkommen, wie das hier rausgeschnitten wird. Alles klar. Dann gibt es noch Jan Ole Gerster. Ja. Das ist, der kommt auch, wie ich, nicht aus dem Weinfass, sondern aus der Filmbranche. Der hat gerade einen wunderbaren Erstlingserfolg mit seinem Debütfilm Oh Boy abgeliefert. Okay. Und ja, das reicht ja jetzt, vier Leute. Das reicht, vier Leute reicht. Da muss man auch noch Kohle dann natürlich am Ende rausziehen oder ist das ein Hobby hier? Das ist ein Hobby. Okay, ist du hast dann reich werden wir nicht, aber betrunken. Okay, dann erzähl mir doch mal, warum überhaupt der Name Córdoba? Das war Retter. Wir saßen auf der schönen Terrasse am Lütchensee und ich habe gesagt, Gerhard, ich will in Berlin eine Weinbar aufmachen. Die es gibt, die finde ich alle schön, aber die richtige fehlt mir noch. Und außerdem will ich mit dem Schwerpunkt Deutsch-Österreich arbeiten. Also, das machen wir und dann nennen wir sie Córdoba. Bumm, das war wie aus der Pistole geschossen, fertig. Das hat aber nichts mit diesem legendären Fußballspiel zu tun, was damals die deutsche Mannschaft gegen die deutsche Mannschaft. Das werde ich mal verlinken. Schermann und Grüße. Es war 5 zu 0. War das kein 5 zu 0? Es war 5 zu 0. Könnt ihr jetzt mal Habsburger, aller Länder, vereinigt euch, aber nicht in dieser Bar. Wir sind nicht revanchistisch, wir sind eine moderne Weinbar. Okay. Wir haben das nur als Aufhänger benutzt. Okay. Wir sind keine Fußballbar. Nee. Wir werden am Freitag das Spiel. Am Freitag das Spiel in Österreich gucken. Also das heißt, es wird eröffnet. Wir haben eigentlich nur für das Spiel hier eine Leinwand eingelassen, da oben. Ach so, die wird am Samstag wieder abgebaut. Sehr schön. Also ihr eröffnet am Samstag offiziell. Mhm. Was ist denn jetzt das Besondere an? Na, am Donnerstag. Am Donnerstag, okay. Mhm. Schön, man freut sich. Leute, das kommt ja morgen. Also morgen ist Dienstag. Das guckt auch nur einmal einer am Dienstag dann. Ja, das wird einmal einer gucken. Also Leute, ihr könnt am Donnerstag dann hier hingehen. Mittwoch ist es raus aus dem Internet. Also, Leute, also mit anderen Worten, was ist denn das Besondere hier? Weil du sagst, das ist eine Weinbar, die so ist wie eine Weinbar, wie es in dieser Stadt nicht gibt? Oder? Naja, wie ich sie gerne hätte. Also, wie hättest du sie denn gehabt? Nicht so. Wein ist ja immer so ein bisschen mit, also hochklassiger Wein wird in Deutschland immer noch hauptsächlich in hochklassigen Restaurants ausgeschenkt. Und dann gibt es in Berlin die berühmte Weinbar Rutz down the road, die eine grandiose Weinkarte hat, aber dann doch wieder ein Sterne-Restaurant ist rum. Und wir wollten hier Disco-Kugel, mit jeder Flasche kommt hier bei uns auch eine Disco-Kugel an. Hör mal, mein Telefon klingelt. Das ist kein Problem. Der Steuerberater sagt, alles rückabwickeln. Kein Problem. Wir können das alles noch stoppen, wobei das wird gesendet hier. Das wird eisenhart gemacht. Also mit anderen Worten, einen Platz zu wohlfühlen. Wahrscheinlich mehr das Thema Wein im Vordergrund als das Thema Essen. Essen wird es auch gehen. Musik. Das geht, die Reihenfolge ist Musik. Wein, Musik, Essen. Musik ist dein Metier und der Kollege aus dem Film, der macht dann... Und dann haben wir noch eine Leinwand, genau. Und was macht der Herr Retter? Der Retter macht das selber wie immer. Frühstücksdirektion. Täter und Retter. Okay, alles klar. Also das wird ein Platz zum Wohlfühlen, Musik im Vordergrund. Seid ihr günstig bei den Weinen? Preisen? Ja. Ja, wir sind preiswert. Preiswert? Aber wir haben natürlich auch so Weine, wo du dann einfach mal in einer Qualitätsregion gelandet bist, wo es immer noch preiswert ist, aber halt schon, da muss man schon gerne mal 1 Euro mehr dafür ausgeben, aber dafür sind es dann aber auch sensationelle Weine. Und das ist in Berlin, finde ich, du hast so auf Weinkarten, die sind immer so das Gleiche, die bestehen immer aus den gleichen 5 Weinen. Ich sage immer, viel Immobilie, wenig Inhalt.
Genau, und das hier wird eine Umerziehungsanstalt, weil wir die Berliner Weinignoranten gerne von diesen italienischen, verstehe, also französischen Dauergewächs und darum auch Deutsch-Österreich. Deswegen kommen wir gleich mal zum ersten Wein. Leute, könnt ihr das sehen? Das ist Dolly Moore. Das ist aus Carnuntum. Indeed. Du als Sommelier, erzähl uns ein bisschen was zu dem Wein. Ich kenne Dolly Moore. Ich kenne allerdings nicht den, da steht ja nur Weinland, österreichischer Weinland. Richtig. Willst du uns hier vergiften, oder? Nein, will ich nicht. Es ist so, dass dieser Wein der einzige Weißwein ist, den Dolly Moore keltert. Ja. Und zwar in Carnuntum. Sie hat ja das Weingut gegründet, gemeinsam mit ihrem nicht ganz unbekannten Ehemann Dirk. Wobei sie hat ja auch eine tolle Agentur, muss man dazu sagen. Right. Wine & Partners. Und das heißt also, sie macht schon seit einigen Jahren dort Rotwein, jetzt Weißwein. Genau, auch Weißwein, ja. Craig Hawkins, der Kellermeister dort, hat diesen Wein eingeführt. Ja. Das ist auch wieder witzig. Craig Hawkins, der ist doch in Südafrika auch. Eigentlich ja. Geht mal wieder Hochdeutsch. Ja, wirklich, echt. Ich bin mich gerade. Der heißt Craig Hawkins. Speak it in English, please. Okay, also mit anderen Worten, welche Rebsorten verbergen sich dahinter? Es verbergen sich dahinter Grüne Veltliner zu. Also GV, 70% GV, richtig. Bitte, Leute. Mit Chardonnay und etwas Riesling. Also Chardonnay, Riesling, eine Cuvée. Ist das ein gemischter Satz oder ist das eine... Nein, das ist eine Cuvée. Eine Cuvée, okay. Das Besondere an diesem Wein ist, also erstens mal stehen keine Rebsorten oben, weil Dolly Moore hatte dieses Konzept, etwas burgundisch zu sein. Ja. Deshalb gibt es Gemeinde, Dorf und dann nur noch den Berg als Grand Cru dann, das wäre Spitzerberg, Blaufränkisch. Das hier ist Prellkirchen, das ist die Gemeinde. Also analog zu dem Thema, was es in Burgund gibt, mit anderen Worten ein Ortswein sozusagen, was wir in Deutschland haben. Hence the Burgunder Glas. Hence the Burgundy Glas. So Leute, probieren wir doch mal den Wein. Was wird der Stoff hier bei euch kosten auf der Karte? Das gibt es glasweise hier? Oder das gibt es hier glasweise. Das Glas wird kosten 4,50. Ey, das ist viel zu günstig. Das sehe ich jetzt schon an der Farbe. Das ist ja richtig leuchtend, ja, brillant. Die Farbe kommt der... Vielleicht, weil du hast ja gesagt, die hat eine Agentur. In der Agentur arbeiten so um 20 bildschöne Frauen, einer schöner als die andere. Wir grüßen die Agentur. Und, hi Agentur. Und sie stampfen diesen Wein per Fuß. Ach wirklich? Ja. Also das großen Holz von hübschen Frauen, von hübschen gestoßener Wein. Das muss doch irgendwie aus Etikett. Wenn man bei Dolly Moore in der Agentur einen Medienarbeitsplatz überlegt, dann muss man irgendwann einen Stampfausflug ins Kanunter machen. Stampfausflug ins Kanunter. Was ist das für eine Arbeitsmoral bei euch in Österreich hier? Ist doch gut, oder? Schön, dass du zu uns jetzt gekommen bist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, von der Duftigkeit, wir beide haben uns ja letzte Woche in Österreich getroffen, an einer Stelle, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Also sprich, kein fruchtiger Wein, sondern hier kommen so ein bisschen Noten vom Holzfassausbau durch. Richtig. Und was ich sehr schön finde, der hat so was Puristisches hier. Ja, was sehr Puristisches und auch eine schöne Kräuterwürze. Es ist viel Melisse mit drin. Das ist Melisse, genau. Das sehr ist schön. Eine von Lemongrass. Was hältst du eigentlich? Ich kann ja diese Lingo nicht. Ich wollte gerade fragen, was hältst du denn als Musikproduzent? Ich meine, bei euch geht es auch prosaisch zu. Ja. Gerade Musikbeschreibung ist auch was Emotionales. Was hältst du von meiner Beschreibung? Also es gibt ja Menschen mit dieser geschulten Nase, die das auch gut machen und, ja, zum Beispiel nicht. Und die wissen, wovon sie reden. Das weiß ich nicht. Ich gehöre nicht dazu. Ich kann dir was über Musik erzählen, diese Weinlingo habe ich einfach nicht drauf. Ich kann dir sagen, taugt mir nicht, schmeckt mir nicht. Woran machst du das fest? Ob dir was schmeckt oder nicht? Das, ob der mich beeindruckt, ob der mich kriegt, ob der mich abholt. Das kann ich dir nachher sagen. Okay. Das ist genau wie bei der Musik bei mir auch ein Bauch-Herz-Kopf-Kombinationsgefühl und da gibt es... Also es muss dich irgendwie ansprechen, das hat wahrscheinlich was damit zu tun, was du schon getrunken hast, ja, was du so gefühlsmäßig nicht mehr magst und eben was du gefühlsmäßig magst. Naja, einfach ob er mir, hat er Charakter, hat er Länge, hat er etwas, was andere Weine nicht unbedingt haben. Also ich suche in der Musik immer die Originalität und im Wein eigentlich auch. Genau. Inwieweit spielt das Etikett eine Rolle? Spielt für mich. Bei mir ist zum Beispiel ein sehr schönes Etikett. Ich finde, durch die Burgunderflasche wird schon so ein bisschen stilisiert. Ja. Hey, könnte ich. Wenn wir über Etiketten reden, dann sind wir ja gleich bei Gut Oggau. Okay, aber das lassen wir heute. vielleicht nochmal zurück zu dem Wein. Willi, was ist denn jetzt, Craig Hawkins hat den gemacht, was hat er denn jetzt hier so anders gemacht? Weil man merkt schon richtig hier... Ja, er hat anders gemacht, also erstens mal die ältesten Reben, die dort so rumstehen, ausgesucht, was ja ganz gut ist. Und man arbeitet hier auf einer Stilistik, die man sonst in diesem Gebiet nicht findet. Carnuntum muss man sich vorstellen, einer der heißesten Regionen Österreichs. Nur 200 südlich von Wien, oder? Richtig, ja. 200 Meter Seehöhe. Und das Schöne hierbei ist, dass das wirklich eine sehr schlanke und
vielleicht auch burgundische Linie annehmen. Viel Mineralität, gepaart mit wenig Alkohol, viel Säure. Und das finde ich eigentlich immer spannend. Und so ist Wein für mich, also im Südburgenland, beziehungsweise in der Steiermark, sagen wir, ein klassisches Wort, Xiffi. Das ist aber kein Schmuser hier. Das ist also, der ist trocken, nein, der hat Säure, nein, der knallt rein, der ist super direkt. Ich finde die Säure aber jetzt nicht überbordend. Das ist nicht sauer, ich find, aber ich kann. Nein, ich finde oder streng. Ich glaube, mit Luft, geht diese Strenge auch nochmal weg. Also, welche Musikrichtung wäre das? Wow. Oder? Also, Post-Rock. Schon mal Musik? Post-Rock? Ja, kennst du nicht, oder? Ich weiß auch bei 70% der Sachen, von denen ihr redet, nicht, wovon ihr redet. Was ist Postrock bitte? Was ist das? Das ist Instrumentalmusik. Ja. Die teilweise sehr mathematisch durchrechnet ist. Ja. Auch mit einer gewissen Strenge, aber dann gerne improvisiert und mal ausufert, dann aber wieder sich in ihre Bahnen zurücksucht. Aber ja. Aber du bist geschult, also das finde ich ganz spannend eigentlich, du bist ja geschult fürs Gehör, du kannst wahrscheinlich Dinge hören, die wir schmecken. Also du schmeckst nichts, aber du hörst es. Ich höre jetzt. Aber das, da gibt es schon Parallelen, ja, in deiner Welt, und deswegen hat dich auch die Weinwelt wahrscheinlich fasziniert. Ja, diese Weite an Geschmäckern und die Geschichten dahinter haben mich jetzt fasziniert. Und ich habe immer angefangen, auch die Menschen dahinter kennenzulernen. Und wenn du dann den Charakter, die Charaktere mit dem Wein und die Lagen und die Landschaft zu einem Bild zusammenformst und das dann alles in deinem Glas vor dir hast, das ist einfach eine tolle, das ist so vielschichtig. Am Ende sitzt doch mehr manchmal die Menschen, habe ich auch den Eindruck gehabt, wo wir uns neulich gesehen haben auch, die Weine sind natürlich so ausdrucksessen. Du, es gibt aber sehr, sehr spröde Weinmacher, die einfach, mit denen du jetzt vielleicht niemals unterm Tisch liegen wirst, die aber unfassbar tolle Weine machen. Also mit anderen Worten, einfach stringente Leute und... Nein, also Leute, die einfach nicht das Maul so aufreißen, sondern einfach machen, und am Ende kommt das Ergebnis ihrer Arbeit ist dann eine Flasche, bei der dir alles wegfliegt. Und du hast Sinnesexplosionen, und das ist, finde ich, natürlich, die Flasche ist wichtiger als... Also die Menschen sind auch toll, wenn man da einblickt und so, aber... Willi, ist das österreichischer Wein? Also der klassische österreichische Wein? Nein, absolut ist das eine neue Richtung? Das ist eine neue Richtung, eine neue Stilistik von, ich sag... Grüner Veltliner bzw. Weißwein, die noch nicht in der Masse ist, aber immer mehr jetzt unter die Leute kommt, und ich würde mir wünschen, dass es noch schneller funktioniert, wenn das wirklich voll zu trinken ist. Was mir wirklich an dem Wein gefällt, der ist super gut einsetzbar, in der Gastronomie auch. Ihr werdet ja auch ein Küchenkonzept hier fahren. Richtig, wie sieht das aus? Dieses Gruppenabonnieren ist schon irgendwie ein bisschen... Ist ein bisschen ekelig? Cool. Ja, aber ich mag euch ja. So ein bisschen schwul sind wir auch in der Weinbranche. Also, Weinbranche ist klein, aber nicht, und hat keine Möglichkeit. Ich stehe echt auf dem Typ hier. Ja, also ich habe noch... Hast du die Tätowierung gesehen? Nee, aber ich habe die noch nicht. Also ich weiß auch jetzt nicht, der hat natürlich Haare irgendwie. Also ich möchte kein Küsschen von dir, wenn man es irgendwie... Aber du musst den Mann nicht sehen, das ist echt wow. Also es gibt Bilder von Willi auf Facebook, wer möchte, kann sich ja mit ihm anfreunden. Die, wo er eingeschlafen ist. Nein, vor allem da, wo er halbnackt am See steht. Ah. Achso, halbnackt, ja. Genau. Mit Lederhose übrigens. Richtig. Für meine zweite Haus. Das kommt mein Lieblingsthema. Was kommt jetzt? Wein. Benennung deutscher Weine. Genial. Okay, dann benennt doch mal. Das ist eine 2010er. Ja. Riesling, Scheurebe, ja, von Bürgermeister Karl Koch in Oppenheim in der Wormser Straße 62, ja. 500 Milliliter, 10% Alkohol. Und Achtung! Er heißt Achtung. Warum? Ja. Was heißt Achtung? Ich auch nicht. Aber ich finde das Wort Bürgermeister so toll in dem ganzen Zusammenhang. Ja, süß. Das, also in Deutschland ist das ja immer noch so, du hast diese Herr Doktor. Ihr Österreicher steht ja da viel mehr drauf, aber so, das dann auf so einen Wein aufzuschreiben, Bürgermeister Karl Koch, das finde ich einfach genial. Mir gefällt allerdings noch das Wein- und Sanitätsrat, das habe ich auch mal gesehen. Das Gastronomierat Riesholz. Die schreiben das auf die Weine, ich liebe das. Ja, das sind halt gebildete Leute. Na, das ist, ich liebe das, ich finde es toll. Das ist ein bisschen durch Gastronomie-Rat. Also Riesling-Scheurebe, das ist eine neue Rebsorte, oder ist das eine Rebsorte? Nee, das ist eine Cuvée. Okay, na, erzähl doch mal ein bisschen zu dem Wein. Was wir vergessen haben zu sagen, es ist eine Spätlese. Ja, ganz, ganz lustig. Das Wort Spätlese hast du nicht erwähnt. Das war so viel auf dem Etikett. Ja. Zu dem Weingut habe ich eine ganz besondere Beziehung, weil ich war mal vor kurzem, also im letzten Jahr, auf einer ganz fiesen Endverbraucherverkostung in Berlin-Tempelhof. Was ist denn eine fiese Endverbraucherverkostung? Eine fiese? Also Massenbesäufnis? Ja, oder? Ganz böses Massenbesäufnis, okay. Mit Weingütern, die vielleicht die Welt nicht braucht.
Verstehe. Aber beim Heimgehen bin ich da vorbeigestolpert und ich dachte mir, die Etiketten schauen irgendwie lustig aus, also probiere ich da mal. Und da treffe ich Heiner Marathon. Heiner Marathon ist dieser Mann, der das Weingut jetzt betreut. Seit 2010 ist sein erster Jahrgang. Und Heiner Marathon ist ein cooler Mensch, weil der hatte mal in Kiel einen Surf- und Wine-Shop. Aha. Und hat gemeinsam mit Thomas Teibert studiert. Ah, okay, das ist wieder von Domaine de l'Horizon. Also mit anderen Worten, das ist hier eine Familienveranstaltung. Also für alle, die keine Ahnung haben von Wein, haben nach diesem Video noch weniger Ahnung von Wein. Aber vor allem ist es hochinzestuös und auch sehr homoerotisch. Österreichische Heiratspolitik. Ja, ich habe so ein bisschen, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr jetzt hier nicht genau eben nur von einer Szene wahrgenommen werdet. Also ihr wollt ja doch schon hier auch nur eine Mischung, oder? Ja, klar. Ja. Doch, okay. Ja, vorher noch nicht, dass es auch. Ja, ich habe ja auch zwei Weine, die ja wunderbar einfach nur zum Reintrinken geben. Also, das ist ja, du kannst ja aber jeden Wein eine Stunde lang dozieren und erzählen. Ja, schön, ne? Aber du kannst auch einfach dir nur ein Glas hinstellen lassen und den Typen wegschicken. Ja, okay, pass mal auf, Willi, geh du mal weg. Laber mich nicht. Nein. Wenn der Willi an den deinen Tisch kommt und dann erzählt, wen er alles kennengelernt hat, aber welche Veranstaltung im Tempelhof und was danach passierte in der Sauna. Du kannst dann einfach hier sitzen und sagen, du pass mal auf, gib mir mal ein Glas Wein und geh mir mal weg. Laber mich nicht voll, weil das ist ganz, ich glaube, ganz wichtig, dass man hier nicht so, da gibt es ja auch Plattenläden, da gehst du rein und fragst nach Sting und wirst gleich aufgetreten. Und wenn hier Leute reinkommen und sagen, haben sie auch Weißwein, dann sagen wir, ja! Okay, ich verstehe. Alles klar. Also Willi, bitte, ja? Wir wissen jetzt die Geschichte von dem Wein. Tolle Nase! Diese Scheurebe hat ja auch so einen Grapefruitduft, aber der ist ja so verborgen irgendwie. Ich finde ihn noch sehr verhalten in deiner Nase eigentlich. Also wenn du denkst, dass du eine Aromasorte hast und einen Riesling daneben, dann müsstest du ja eigentlich eine Explosion. Ich glaube, der ist auch gerade noch ein bisschen zu kalt. Hat er nicht einen leichten Rauch? Also, kalt ist er. Darüber können wir diskutieren. Nein, aber es ist keine Scheurebe. Scheurebe neigt ja dazu, so ein bisschen Disco-Fieber zu sein, so, ja? So ein bisschen ABBA oder Bonnie M. Ja. Das ist aber wenig Bonnie M hier. Das ist schon hier ein bisschen. Aber Frank Farian spielt schon eine große Rolle. Ja, in diesem Wein. Vielleicht ist es Silver Convention. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Ja, gut. Also wir haben eben von Musik keine Ahnung. Ja, nennen wir ihn Ramona. Von Wein auch nicht, aber wir trinken gerne und hören gerne Musik. Also was? Super schön. Schön. Den gibt es hier glasweise? Den gibt es glasweise. Für? 96. Ah, das ist aber ordentlich, mein Lieber. Für die ganze Flasche hoffentlich, oder? Nein, das ist klar, wie so eine kleinere Flasche. Das ist auch eine Auslese hier, ne? Oder eine Spätlese. Nee, also. Aber es riecht fast wie eine Auslese. Richtig. Und das Tolle ist natürlich der Säurewert, deshalb heißt er auch 18. Wir liegen hier nämlich im 15 Promille-Bereich. So viel kann man auch gar nicht saufen, bei 3,5 ist Schluss. Oder bei 4,5 kommt der Herzinfarkt. Alter. Ich komme aus dem Schiefeland. Jetzt mal wieder. Das Säure ist der Hammer. Ja, eben. Oder? Also ganz hoher Ton, Mozart. Der Musikproduzent geht mir gleich an die Gurgel. Ja, das hat so einen hohen Ton, finde ich. Ganz frisch, knackig. Sehr gut. Kenichi. Was? Japaner. Achso. Hochton-Japaner. Hochton-Japaner. Macht Eintonmusik. Alle? Ja. Aber ich finde, das sind schon zwei drin. Also sind viele Töne drin, aber deine Höhen eben. Okay. Ich finde diesen Wein sensationell. Ich bin echt. Und ich finde, süß trinken muss man ja auch lernen. Es gibt ja Menschen, die sagen, die machen das pauschal weg, also auch Mosel trinken zum Beispiel, das ist ja in Deutschland immer noch nicht so weit verbreitet. Wenn ich in meiner Familie zu Hause einen Mosel eingieße, dann schreien immer alle, Frucht. Aber dass da eine Komplexität dahinter ist und dass da noch viel mehr darum herum geht, das wollen die meisten ja nicht. Die Zeit nehmen sie sich nicht oder das Schmecken nehmen. Bei vielen ist ja, wenn natürlich gerade wenn es um Mosel geht, die sind ja auch vorbelastet, eben 60er, 70er Jahre, fette, süße Weine, da wird es einem ja auch ein bisschen Angst und Bange. Ja. Das ist jetzt aber sensationell. Ich finde den auch Hammer. Riesig. Das ist super geil. Kleine Flasche, riesiger Wein. Ja. Aus der Oppenheimer Lage. Sackträger. Aber ihr müsst aufpassen, dass jetzt hier nicht. Nach dem Video wird das hier homoerotischer Treffpunkt hier. Das ist in Ordnung. Double Income, no kids, you're welcome. Na bitte, ich will ja, hier geht es um Wein. Manchmal also jeder darf manchmal kommen. Manchmal Musik. Bitteschön. Leute, die Lust haben auf einen netten Abend mit einem guten Glas Wein, sollten doch genau den Weg hierher finden, egal aus welcher Fasson, aus welcher Konfession oder was auch immer. Mhm. Bitte, lass uns über den Wein reden, weil ich finde ihn echt grandios, aber das müsst ihr tun. Ja, was gibt's denn dazu wieder küchenmäßig hier? Was macht ihr denn so? Hierzu gebe es, also das ist wirklich toll, Lukas, unser Koch, Lukas Marat, hat natürlich auch aus Österreich. Österreich Import. Hat hier eine wunderschöne Zachertorte etwas umfunktioniert. Wir verzichten nämlich auf Marillenmarmelade und nehmen dazu Passionsfruchtcreme. Und das ist hierzu vor allen Dingen sehr gut. Also es ist Schokomousse, Schokobiskuit.
dann Passionsfruchtcreme und ich glaube, das dazu könnte man erst super. Ja, weil er hat dieses Guave, Passionsfrucht. Ja. Also ich finde, die Scheurebe kommt am Gaumen super schön. Am Gaumen, ja. Dieses etwas säuerliche, aber von der Nase her wirklich ist auch so ein ernster Wein. Ne? Ja, also, ja, das ist ein serious Wein. Ja. Das ist wirklich nur Fuck. Nee. Es gibt nicht mehr viel. Das war ja klar. Stimmt, wir haben. Das ist alter Weinhändler drin. Es gibt nicht mehr, gibt es nur bei mir. Habe ich entdeckt. Wir mussten um die Charge kämpfen. Beware of Willy. Willy the Wanker. The Wine Wanker. Kann Willy noch mal kurz erklären, warum der Wein Achtung heißt? Genau. Ja, aufgrund des Säurewertes. Habe ich schon gesagt. Achso, habe ich nicht zugehört. Genau. Weil, ja. Ach so, weil damit also schon die jetzt irgendwie so wenig Konfession haben, Wein kommt. Aber entschuldige mal, die Säure ist doch so eingebunden in diesen Wein und ist so in einem Fruchtkorb explodierend. Absolut, es ist ja gut von uns. Das ist die Hochkonzentration, die Weine sind, die ja eigentlich so wichtig sind, dann ist das natürlich schon, bei 15 Promille ist das natürlich schon. Jetzt lass doch mal die 15 Promille weg. Wir können mal darüber reden, wie es schmeckt. Es schmeckt ziemlich geil, ziemlich gut. Übrigens gibt es ja Soul-Punkte bei Wein am Limit. Ich gebe beiden Weinen 5 Soul-Punkte. Ich gebe den 5? Moment, von 6. Ich gebe beiden bewusst nicht 6, weil die 6, wenn man hier hinkommt, dann hat man die 6. Nee, dann kommst du natürlich. Ich meine nur 5. 5 ist ja nicht 15 angesetzt. Bitte? 5 ist ja nicht hoch angesetzt. Das ist sehr hoch. Stopp, das ist auch das Soul. Das Soul. Also ich, darf ich auch Soul geben? Bitte, du kannst Soul. Ich gebe dem 6 und dem hier 4. Echt? Dann wären wir wieder bei insgesamt 10. Ja, also geht die Rechnung auf. Nee, da einfach, meine Seele dieser Wein noch viel mehr. Ja, noch, aber noch, du meinst, weil man einen Überraschungseffekt hat, ne? Nein, gar nicht so, weil ich finde, das ist Künstler, auf, wenn ich das mal der Weinmacher als Künstler. Ja. Und von dem hier, weil ich weiß, ja, gibt es ja auch noch ganz andere Schlucke, Tropfen. Ah. Aber ich finde, das hier ist eigentlich. Die Riesenüberraschung. Ja, als Deutscher musst du den Wein mehr Punkte geben. Aus dem Bürgermeister und Sackträger. Ein Bürgermeister-Sackträger, Karl Koch, das ist doch. Also ich freue mich für euch beide, dass ihr das so einschätzt. Wie schätzt du die Weine ein? Ich schätze meine sehr gut ein. Dornis-Wein ist, das ist richtig, wir haben ihn ein bisschen zu spät aufgemacht. Also er ist ja, gut. Das ist natürlich immer die große Lüge in der Weinbranche. Entweder zu früh getrunken, zu spät getrunken oder... Nein, das hat man einmal gemacht. Du hast gerade gesagt, das Ganze, die große Wein ist immer groß, gell? Egal. Oder? Ist so. Das hat der Bernhard Lemmers gesagt von Chateaubriand, aber warum man sich drüber? Das hat kein Österreicher gesagt. Ist das ein Franzose gesagt? Nein, das hat kein Österreicher gesagt. Als Amateur eine kurze Zwischenfrage. Ja. Ist das so? Stimmt das auch? Ist das ein geiler Slogan, mit dem man Zitat hier oben? Jetzt sag du mal was hier. Ja, also da bin ich voll. Also ich finde, ein tolles Produkt ist immer gut. Natürlich gibt es verschiedene Phasen, wie man das erlebt. Ich sehe es auch so. Aber das ist wahrscheinlich wie gute Musik oder. Nein, eben nicht. Gute Musik ist immer gut, aber du hast eine Stimmung. Du hast eine Stimmung, dann passt es. Ja. Aber gute Musik ist zu jedem Zeitpunkt gut. Die hat ja keine Flaschenreife, keine Fassreife, keine über die Jahre. Die wird nicht runder über die Jahre. Es gibt Musik, die kriegt Ikonenstatus, aber die Musik ist, so wie sie ist, nämlich gut, dein Empfinden ist anders. Bei Wein ist es anders, der verschließt sich, der öffnet sich wieder, der hat primär Frucht. Aber wenn er gut ist, ist er gut. Wenn die Tür passen, wenn die Komposition passt. Ja gut, aber das ist, und dann, das ist der Unterschied, bei der Musik hast du eine Komposition, wenn die gut ist, kann die trotzdem noch jemand zerstören. Eine Coverversion von einem großen Song muss nicht immer total toll sein. Also, es gibt viele Misslungen. Cover-Versionen sind eigentlich eher für mich scheiße. Ja, also. Es gibt ein, zwei gute. Ja, okay. Du machst nicht zufällig was mit Cover. Nein. Okay. Du wolltest auch noch was sagen zu dem Wein. Ein großer Wein ist immer groß. Genau, finde ich auch. Ja. Das sind doch schöne Worte. Alles klar. Super Schlusswort. Heute hat Deutschland 5:0 gespielt. Ja, bitte jetzt. Gegen ich habe echt Deutschland. Problem mit diesem Quatsch. Hier sitzt ein Österreicher, hier sitzt ein Deutscher, hier sitzt ein Habsburger. Ich bin aus Gütersloh, das müssen wir auch nochmal klarstellen. Okay. Also, das sollte dir ja aus der Musikbranche auch was sagen. Ja, also Miele, ne? Ja, Miele macht sehr schöne Schreiber. Ja. Liebe Freunde, ich empfehle euch, diese beiden wunderbaren Zeitgenossen zu besuchen in der Cordoba Hamburger Straße 32. Große Hamburger. Große Hamburger, liebe Freunde. Es gibt nämlich auch noch den kleinen Hamburger. Das ist wie Groß St. Pauli und Klein St. Pauli. Richtig. Ich glaube, es wird ein spannender Platz. Ihr habt ja hier schon ziemlich geile Sachen in den Regalen. Ich freue mich auf mehr. Ich sage toi toi toi. Das war Deutschlands erste Baustellenweinverkostung mit zwei wirklich ziemlich heißen Gefeigen. Und ich sage, es bleibt weiterhin 5:0. Wer Wein am Limit schaut. Jungs, ihr könnt wieder bohren.